und Eltern willkommen am Tag der offenen Tür im Hölderlin-Gymnasium. Wir freuen uns, dass ihr hier seid und die Bläserklassen besucht. In diesen besonderen Zeiten braucht man viel Kreativität, auch beim Tag der offenen Tür, diesmal online. Wir, die Bläserklassen 5a und 7b, präsentieren euch die Bläserklassen und ihre Instrumente. Nun wollen wir nicht viel reden, sondern gleich starten. Viel Spaß dabei! Bläserklasse 5a. Zuerst haben uns die Lehrer unterschiedliche Instrumente vorgestellt. Wir durften die Instrumente ausprobieren. Nach dem Ausprobieren durften wir drei Wünsche für unser Lieblingsinstrument notieren. Alle haben den ersten oder den zweiten Wunsch bekommen. Hallo, ich bin in der 5a in der Bläserklasse vom Hölderlin-Gymnasium Heidelberg und ich spiele seit 3 Monaten die Querflöte. Die Querflöte gehört zu den Holzblasinstrumenten, weil sie früher aus Holz war. Schnell raus. Aber wenn man nur pustet, kommt kein Ton raus. Die Kunst liegt darin, mit den Lippen die Lippen richtig zu bewegen. Zum Beispiel so. Mit Hilfe des Zuges erzeugt man unterschiedliche Töne. So. Wisst ihr, was ein Euphonium ist? Ich wusste es früher auch nicht. So sieht es aus. Hier hat es 3 Ventile. Und hier muss man ins Mundstück mit zusammengepressten Lippen fest reinblasen, damit man einen Ton rauskriegt. Jetzt spiele ich euch noch etwas vor. Gefällt mir, dass man so viele neue Instrumente kennenlernt und sie sogar alle ausprobieren darf. Weil ich schon lange Schlagzeugunterricht habe, habe ich das Schlagzeug gewählt. Aber nun zeige ich euch, wie sich jedes Teil des Schlagzeugs anhört. Einmal die Snare. Dann noch TomTom 1. TomTom 2. TomTom
Stehtomtom und der Bass. Natürlich auch noch die Becken und zwar das Rap-Becken und das Crash-Becken. Das war's auch schon.